So, hallo meine lieben Freunde. Wir sind jetzt bei Baphomets Fluch 3 wieder zurück. Oh, ich hoffe nur, dass meine Stimme nicht nachlässt. Naja, ich habe was zu trinken dabei. Egal. Was haben wir denn hier so Schönes, mit dem wir das Ding da dicht machen könnten? Die Silbermünze. Ich spreche mal mit ihr. Achso. Ich konnte Nico nicht ablösen. Ich musste einen sicheren Ausweg für uns beide finden. Okay. Wir müssen irgendwas davor pappen. Postkarte. Das würde ich auf keinen Fall tun. Da ist auch keine Briefmarke drauf. Boxershorts. Das war nicht ganz richtig. Okay. Ach so, Moment mal. Ja. Wir hatten noch von den einen Raum, wo noch einer drin war. Da durften wir von nicht drin. Und es könnte ja jetzt mal sein, dass der Typ da jetzt weg ist. Oder halt tot. Oder beides. Da war's. So. Okay. Die Tür war abgeschlossen. Er wollte niemanden hereinlassen. Die Schritte waren unregelmäßig. Der Typ da drin war entweder besoffen oder wahnsinnig. Der durchgedrehte Wächter hatte sich hinter der Tür verbarrikadiert. Das hilft mir jetzt ja auch nicht sonderlich weiter. Was ist das denn? Waren wir hier schon mal drin? Nö, gehen wir Entweder mal. klemmte die Tür oder sie war verschlossen. Ja, dann ist er wohl verschlossen. Ich bin ja auch eher sehr verschlossen. Ja, bloß was hat sich denn jetzt geändert? Eigentlich nix. Boah. Darf ich überhaupt weg? Ja, er lässt mich raus. Aber jetzt hat sich hier doch nichts verändert. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, was ich machen soll. Vielleicht noch ein. Ich griff in den Kasten und nahm einen Stift. Haben wir wirklich noch einen bekommen? Westheimers Nummer 7 weiß. Hätte ich mir denken können. Aha. Okay, jetzt habe ich aber. Kann ich damit irgendwas verbinden? Jetzt noch? Ich denke nicht. Okay. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Vielleicht kann ich die nochmal wieder verwenden. Warum ist das Ding umgekippt hier? War es hier immer schon so chaotisch? Oder habe ich das vergessen? Okay. Ja, ich glaube, damit müssen wir später hochfahren. Aber das können wir immer noch sehen. Jetzt erst einmal wieder runter. Gehe ich richtig? Nee, ich gehe falsch. Hier ganz lang. Irgendwie verwirrt mich die ganze Scheiße immer noch so ein bisschen. Aber Georgie macht das schon. Okay. Und. Ach ja, hier lang. Und. Tür. Ich hoffe mal, dass das die Lösung ist. Aber ansonsten, was Neues ist hier ja nicht. Also wäre das einzige mögliche Rätsel, wäre ja quasi, dass das Ding wiederverwende. Und deswegen gehe ich mal hart davon aus, dass das auch stimmt. Warum sollte ich sonst noch mal einen nehmen können? Ist der gesagt, so, ich habe doch schon einen gehabt, brauche keinen mehr. So, was haben wir denn hier? Das war nicht ganz richtig. Das war nicht ganz richtig. Nico hielt die Tür Ich fest, musste damit etwas sie nicht anderes zuging. finden, Damit sie offen bleibt. aber was denn? Das haben wir schon alles probiert, ob man da was verbinden kann, nicht wahr? Nein, das geht nicht. Ach Gott, warum nicht? Die Silbermünze ging nicht. So kam ich hier nicht weiter. Damit geht's nicht. Das würde ich auf keinen Fall tun. Der Looper ergibt auch keinen Sinn. Notizblock kann ich sowieso nicht. Omega-Stand ergibt keinen Sinn. Was soll ich denn machen? Okay, ich gucke mir mal wieder ein bisschen ohne euch um. Ich finde schon was raus. Okay, hi Leute. Naja, über die Logik kann man sich streiten. Der Flaschenöffner ist richtig. Ich wusste, dass Harry nichts gegen diese Verwendung Okay, seines Nico, du kannst jetzt Flaschenöffners hätte. loslassen. Gute Idee. Naja. Und nu? Ja, jetzt müssen wir noch weg. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht weiter, aber. So würde die Tür erstmal offen bleiben, aber ich wusste nicht, wie lange.
Der Flaschenöffner hielt die Tür geöffnet und ich würde ihn nicht wegnehmen. Es war das Einzige, was Susarro daran hinderte, uns im Fahrstuhl... Im Fahrstuhl... Okay, na gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich hoffe mal, Nico kann ich gar nicht ansprechen. Überhaupt nicht. Wobei doch so. So würde ich keinen Erfolg haben. Okay, ich kann Nico zwar verwenden, aber nicht mehr ansprechen. Weil sie sagt, nee, mit dir rede ich nicht mehr. Okay, ich habe eine Heizung nur an, den mache ich mal aus jetzt, sonst haben wir hier Nebengeräusche. Heizlüfter. Die Tür war abgeschlossen. Er wollte niemanden hereinlassen. Okay, da geht's also auch nicht weiter. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ach so, wieder den Weg zurück, ne? Ich meine, wir haben ja alles. Okay, machen wir einen Speicherstand. Wer weiß, ob wir hier nochmal aufgehalten werden können. Wir haben vorhin den Typen nach K.O. geschlagen und wenn der jetzt wieder wach geworden ist, was ja durchaus sein könnte. Ne, hier geht's nicht lang. Also geht schon lang, aber nicht da nicht, wo ich hin will. So, okay. Ja, das mit der Steuerung ist vielleicht nicht perfekt, aber man kommt eigentlich damit ganz gut zurecht. Bleib da, Nico. Oben auf der Treppe sind Männer postiert. Großartig. Und was machen wir nun? Sie angreifen und K.O. schlagen? Sei realistisch, George. Du hast recht. Vielleicht kommen wir heimlich an ihnen vorbei. So, gut. Dann gehen wir halt mal hier hin. Jetzt kommt halt der Teleporter ins Spiel, sag ich mal. Jetzt ist er... Ja, weiß jetzt gerade gar nicht. Warum ist denn das jetzt? Ah ja, okay. Gut, dann gehen wir mal beide schön auf das Ding und benutzen es. Na komm, und los. Okay. Und gehen wir einfach ganz gemütlich raus. Gar nicht so schwer. Die Typen da hinten können machen, was sie wollen. Okay. Also George, wo willst du hin? Wir müssen hier raus. Vertrau mir, Nico. Hier lang ist es sicherer und ein Freund von mir wartet draußen. Okay. Hat doch funktioniert. Wohin war Bruno nur verschwunden? Monsieur Stobart? Ja, richtig. Verzeihen Sie, Monsieur, aber ich muss Ihnen den Schlüssel abnehmen. Geil, wir haben gerade erst gefunden. George! Schnell, Mademoiselle! Wir müssen ihn in Sicherheit bringen! Sie haben ihn aufbekommen. Haben Sie etwa... Sie haben alles mitgenommen. Höchst bedauerlich. Jetzt müssen wir ihn zurückholen. Wie soll ich Sie finden? Keine Sorge. Ich weiß, wohin Sie jetzt gehen. Was ist mit dem Theater? Unwichtig. Unsere Arbeit hier ist beendet. Dieser Stobart, er hat Kräfte. Ich weiß. Es ist beunruhigend. Dennoch kein Problem. Töte sie für mich, Petra. Alle beide. Mit Vergnügen. So wie ich das verstanden habe, war das doch sowieso der Plan. Er kommt zu sich. Woran siehst du das? Bitte, André, keine Witze. Es war ein großer Schock. Den habe ich auch gehabt, als sie ihn hergebracht haben. Langsam, George. Mir ist das, hätte mich jemand an die Steckdose angeschlossen. Sie sind ein wahres Glückskind, George. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Das ist meistens so. Sag mir zuerst die guten. Während du angegriffen wurdest, konntest du etwas stehlen. Und die schlechte Nachricht? Dein Angreifer hat das Kristallartefakt gestohlen und ist entkommen. Das ist aber nicht die einzige schlechte Nachricht, oder? Ach, sei nicht albern, George. André und ich sind nur gute Freunde. Sehr gute Freunde. Du änderst dich wohl nie. Du genauso wenig. André, hör auf damit. Als du hingefallen bist, hast du dies hier umklammert. Seltsam. Habt ihr die Zeichen entziffert?
Sie sind uns ein Rätsel. Wir sollten zusammentragen, was wir wissen. Du hast recht, Nico. Bruno, wollen Sie die anderen aufklären? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sagen Sie ihnen alles, was Sie wissen. Ach so, natürlich, ja. Wo soll ich anfangen? Erzählen Sie ihnen vom Drachenkult. Ach ja, Susaru hat den Drachenkult nach dem Tod des Großmeisters von Sanignan gegründet. Er hat die versprengten Neo-Templer gesammelt und in seine eigene Organisation eingefügt. Klingt so, als sollte er ihnen dankbar sein und nicht versuchen, sie umzubringen. Er führt die Arbeit fort, die der Großmeister begann, und benutzt die sogenannte Drachenenergie für seine eigenen Zwecke. Bald erreicht diese Kraft ihren Höhepunkt. Sie fließt in Zyklen. Jeder dauert 12.000 Jahre. Der jetzige Zyklus erreicht nun seinen Höhepunkt. Susaru weiß, wo sich der Drachentempel befindet. Dieser beherbergt ein außergewöhnliches Gerät, mit dem sich der Energieschub dramatisch steigern lässt. Die Amilar-Sphäre. Okay. Was hast Anscheinend du entdeckt, bedient André? Sich Susaru der Geheimnisse aus dem Voynich-Manuskript. Aber Vernon hatte es erst zum Teil entziffert, als er umgebracht wurde. Er fand jedenfalls heraus, dass der Schlüssel Salomos für Susarus Plan unverzichtbar ist. Ich hasse es, wenn die durcheinander reden. Was ist der Schlüssel Salomos? Das ist ein uraltes Buch, das die Weisheit... Ah, das ist falsch! Es ist ein uraltes, mit Kristallen besetztes Gerät aus Stein. Oha. Dann war das Ding aus dem Safe der Schlüssel Salomos. Offenbar hat einer von Susarus Männern ihn zurückgeholt. Oder eine ganz andere Fraktion. Aber wer? Wer weiß. Diese Leute tauchen ungern in den Geschichtsbüchern auf. Wozu dient der Schlüssel Salomos? Wissen Sie noch, was ich Ihnen über den Drachentempel erzählt habe? Die wichtigste Kraftquelle. Dort steht eine Maschine. Man nennt sie Amilar-Sphäre. Sobald sie in Gang kommt, benutzt man den Schlüssel, um einen gewaltigen Schub Drachenkraft zu erzeugen. Wenn Susaru die Amilar-Sphäre zum Laufen gebracht hat, warum hat er den Schlüssel in einem Tresor in Paris versteckt, statt ihn zu benutzen? Weil man den Schlüssel zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt verwenden muss. Und diese Zeittür ist nur sehr klein. Sie meinen Zeitfenster. Fenster? Nicht Tür? Ich weiß, es ergibt wenig Sinn. Nun gut, dieses Fenster ist nur wenige Tage offen. Susaru wartet darauf, dass sich das Fenster öffnet. Was denkst du, Nico? Ich denke über das Diagramm nach. Stellt es einen Schnittpunkt der Kraftlinien dar? Möglich. Aber ich habe noch nie einen Schnittpunkt gesehen, der so aussah. Vielleicht hat Susaru so den Tempel ausfindig gemacht. Aber ja, Sie haben recht. Aber ja, das ist der Kerl. Na gut, das war ein anderer, aber egal. Dieser Stein, den wir im Theater gefunden haben. Ja? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Mein lieber George, es ist das griechische Omega-Zeichen. Natürlich hast du es schon mal gesehen. Nein, ich meine in exakt diesem Stil. Natürlich, im Kongo. Richtig, in den Höhlen. Der Schlitz in der Wand. Genau. Ja, wunderbar. Wir haben zwar viele Indizien, aber noch helfen sie uns nicht weiter. Nee. Als einzige heiße Spur haben wir das Artefakt und die Höhle im Dschungel. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, manchmal hängt einfach die Tonspur und dann redet aber schon der Nächste. Ich hätte den Jeep ja zurückgegeben, aber ich habe keinen gefunden, der ihn mir abgenommen hätte. Also habe ich ein eigenes Taxiunternehmen angefangen, damit mir nicht langweilig wird. Ein Glück, dass wir sie gefunden haben. Ja, ein Riesenglück. Und ob! Einheimische würden freiwillig nicht hier rauffahren. Ich bleib hier und halt die Augen offen. Aber schalt das Taxameter ab, okay? Ha, sehr witzig. Macht er natürlich nicht. Okay, ich guck mal erstmal, wie lange die Aufnahme schon ist. So, tatsächlich ist die Folge erst 14 Minuten lang. Das finde ich ja natürlich ganz interessant. Deswegen nehmen wir noch ein bisschen auf und gucken, dass wir noch irgendwas reißen. Schauen wir erstmal uns um, ob hier noch irgendwas ist. Plänzchen, hier sind wir oben runtergerutscht, glaube ich, ne? Ah, hier war es. Guck mal, sieht man sogar noch. Und hier ist, Kollege... Alles in Ordnung, Harry? Klar, Kumpel! Sehr gut. Wollen wir unseren Flaschenöffner? Ach nee, haben wir gar nicht mehr. Dieses seltsame steinerne Objekt hatte der Kerl fallen lassen, als er mich beraubte. Alles in Ordnung, Harry? Klar, Kumpel! Achso, ich dachte, ich kann jetzt vielleicht... Sie mit ihm nutzen. Alles in Ordnung, Harry? Nö.
Klar, Kumpel. Okay, in Ordnung. So, gut, dann reden wir erstmal mit Nico. Nico? Hallo, Nico? Nico? Ja, George? Das ist sie, Scholmondelis Werkstatt. Die Omega-Tür ist gleich da drin. Gut, gehen wir. Ja, dann machen wir auf. Susaro hat diese Tür wahrscheinlich als letzter verschlossen. Geht's? Nein. Ja, ist ja nicht schlimm, wir haben ja den Steinzylinder. Ich hatte keinen Grund, das zu versuchen. Nein, ist natürlich Quatsch. Wir probieren es mit der Metallstabstange. Ich krieg den Stab nicht in die Lücke zwischen den Türen. Ja, dann benutze doch Nico dafür, um da die Lücke aufzuhalten. Nico? Diese Türen sehen ziemlich massiv aus. Das Schloss auch. Nico, zieh mal bitte an der Tür. Zieh, Nico, zieh! Gute Idee, George. Nicht sehr subtil, aber es hat funktioniert. Hey, Lady, subtil kostet extra. Oh yeah. So, hier haben wir das Maschinchen, das wir damals schon mal uns, das mir das Spiel zum Absturz gebracht hat. Deswegen probieren wir es mal in einen kleinen Speicherstand. So, was können wir hier machen? Jetzt war sie endgültig kaputt. Dann fährt's doch. Ich hab's ja kaputt gemacht, hätte ich ja nicht machen müssen. Aber hätte ich das überhaupt, ja, weiß ich gar nicht. Da bin ich ja damals raus. Kann ich da jetzt wieder raus? Ich warte hier auf dich. Ja, wozu? Ich muss doch hier nicht nochmal hin. So, Blödsinn. Nö. Deswegen kommt sie auch nicht mit, weil es Quatsch ist. Achso, den muss ich drücken. Nico denkt sich in mir, was macht denn der Fink Flachs? Da müssen wir nicht hin. Gehen wir hier lang. Er liegt ja immer noch rum und er ist noch nicht mal richtig verfault. Ich glaube, das war ein leichtes Erdbeben. Hast du das Erdbeben gespürt? Ja, hast du es gespürt? Ich glaube, es war ein leichtes Erdbeben für die Leute, die das jetzt nicht auseinanderhalten konnten, weil scheiße. Metallstab hier, das Ding. Dieser Stein hat dieselbe Form wie der Schlitz. Hey Nico, ich glaube, das ist eine Art Schlüssel. Irgendetwas passiert. Die Tür geht auf, siehst du doch. Bist du blind oder was? Seltsam, was? Weißt du was? Ein Stein aus Paris. Dieses Gebäude wurde errichtet, um etwas zu schützen. Dann müssen wir uns vor Fallen in Acht nehmen. Fallen. So, haben wir doch einiges geschafft. So. Das hat mir noch gefehlt. Schon wieder ein Toter. Aber wie ist der hier reingekommen? Wir haben den einzigen Schlüssel. Wahrscheinlich durchs Dach. Das wird ihm eine Lehre sein, einfach so hereinzuschneien. Okay, ich denke mal, die Folge ist lang genug. Dann machen wir hier mal einen Schnitt.